Willkommen zu unserem Mitarbeitermittwoch. Auch heute stellen wir wieder eine Mitarbeiterin ins Scheinwerferlicht, und zwar ist es heute die Jule. Hallo Jule, erzähl uns bitte doch mal kurz, woher dich der Stahlburg-Zuschauer kennt. Die Stahlburg-Zuschauer kennen mich von der Abendkasse oder von der Tür. Und wer die Premiere von Girls and Boys gesehen hat und das Leben des Herrn Text, hat mich ganz kurz danach auf der Bühne gesehen, weil ich die Regieassistenz dort gemacht habe bzw. noch mache. Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht im Stahlburg-Theater bist? Wenn ich nicht im Stahlburg-Theater bin, dann arbeite ich als Sozialarbeiterin mit psychisch kranken jungen Erwachsenen zusammen. Wie verbringst du aktuell deine Zwangspause? Ich habe gar keine richtige Zwangspause, weil ich in meinem Job als Sozialarbeiterin noch weiter arbeite. Hast du ein Lieblingsstück auf der Stahlburg-Bühne? Ich finde tatsächlich das Leben des Vernon Subutex grandios. Ich finde, das sollte man gesehen haben, weil es gesellschaftlich einfach hochaktuell ist und medial super gut umgesetzt. Welches ist dein Lieblingszitat? Tatsächlich auch aus dem Leben des Vernon Subutex. Da heißt es, das Leben ist oft ein Spiel in zwei Sätzen. Im ersten lässt es dich glauben, du führst. Und im zweiten, wenn du entspannt bist, serviert es dir seine Schmetterwelle und macht dich alle. Was war bisher dein absurdestes Erlebnis im Theater? Tatsächlich, mein absurdestes Erlebnis im Theater ist gerade jetzt, wo gerade kein Theater ist. Was ist dein Corona-Tipp gegen Langeweile? Die Wohnung umstellen, Möbel rücken, ist total toll. Worauf freust du dich am meisten, wenn die Corona-Zeit endlich wieder vorbei ist? Am meisten freue ich mich, dass die Produktionen weitergehen. Der zweite und dritte Teil von Vernon Subutex. Auf das ganze Team freue ich mich. Ich freue mich natürlich auch wieder, alle meine Freunde und Familie irgendwie umarmen zu können. Was würdest du den Stahlburg-Zuschauern gern mal persönlich sagen? Danke und geht weiter ins Theater. Und zum Schluss, verrate uns bitte deine Lebensweisheit. Wie Loriot schon gesagt hat, ein Apfel ist ein Apfel und eine Birne ist eine Birne. In diesem Sinne, macht's gut! Und auch heute möchte ich zum Abschluss wieder auf unsere Spendenkampagne hinweisen, mit der ihr Jule und die anderen Mitarbeiter unterstützen könnt. Ohne uns, nicht mit uns.